Willkommen bei Kaiotech. Wir packen hier heute ganz was Tolles aus. Wir haben hier ein Unpackage vom Sony Objektiv, hier das 24-105mm. Meine Sony Alpha 3 braucht nämlich dringend ein Objektiv, mit dem ich auch vernünftig fotografieren kann, auch im automatischen Bereich. Ich habe jetzt gerade, man sieht es ja im Hintergrund, die Canon drauf. Ein Canon-Objektiv, das habe ich mit einem Zwischenring raufgetan. Und der große Nachteil hier ist einfach der Autofokus, der funktioniert fast überhaupt nicht. Dafür bräuchte man wahrscheinlich einen teureren Ring und den möchte ich mir nicht leisten. Da kaufe ich mir jetzt doch lieber endlich mal ein vernünftiges Sony-Objektiv. Und das hier wird mich auf meinen Reisen begleiten. Es ist jetzt nicht das billigste, aber auch natürlich nicht das teuerste von Sony. So ein schöne optimale Lösung. Hier habe ich schon diesen schwarzen kleinen Sack ausgepackt. Ja, dann sieht man, sehr schön, sehr edel eingepackt, das Objektiv mit Sonnenblende ist dabei, hat auch nicht jedes Objektiv. Ja, und das ist natürlich jetzt keine Werbung, ich werde dafür nicht bezahlt, ich habe mir selbst gekauft. Und ich habe es mir deswegen gekauft, weil es gerade bei Amazon eine Cashback-Aktion gibt und das Objektiv würde jetzt momentan bei den 990 Euro kosten. Und mit der Cashback-Aktion bekommen wir gerade bei Amazon 200 Euro Cashback und ich glaube, damit würde ein Preis von 800 Euro für dieses Objektiv entstehen, der absolut gerechtfertigt ist. So, ein paar kleine Details natürlich. Wie bei jedem Objektiv. Seitlich haben wir den Autofokus und den Manuellfokusschalter. Dann haben wir einmal hier das G, den nächsten Schalter seitlich. Mit dem können wir Augenfokus einstellen. Das werde ich noch machen, das habe ich noch nicht gemacht. Da bin ich schon gespannt, ob es wirklich jetzt bei den Tieren auch so gut funktioniert. Hat bei mir jetzt beim Probeshooting auch noch nicht funktioniert. Und natürlich, was haben wir noch für einen Schalter? Stabilisator, Optical Steady Shot. Die Annäherung an das Objektiv selber sind bei 38 cm, da könnt ihr ganz schön nach vorne gehen. Da wird ihr natürlich kein riesengroßes Makro bekommen oder ein schönes Makro bekommen, aber es reicht allemal. Das habe ich dann jetzt gleich im Anschluss gemacht. Ich habe gleich einmal Fotos gemacht und naja, was braucht ihr noch? Vielleicht ein UV-Filter, da bräuchtet ihr die 77mm Version dafür, damit das hier passend wird. So, ich gehe jetzt gleich in den Garten und zwar habe ich hier mal diese rote Blume schon mal im Visier gehabt und ja, schön, kann man lassen. Hier diese orangen-gelben, hier sieht man es nicht ganz gut, die sind eher orange, ja, auch sehr schöne Fotos geworden. Hier diese Knollchen, diese blauen, sehr schön. Ja, ich kenne diese ganzen Blumen natürlich nicht vom Namen her auswendig. Könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, welche was sind. Hier haben wir ein Gemüse, ein Kohlrabi. Ja, ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Mir gefällt das Objektiv. Ich werde natürlich noch weitere Fotos schießen. Unspektakuläre natürlich hier auch mit dieser grünen Wiesen. Das ist jetzt nichts mehr Besonderes. Aber ja, kann man mal machen. Katze ist auch vorbeigelaufen, die habe ich auch noch schnell erwischt. Augenfokus testen ist mir nicht ganz gelungen. Gut, und hier ist noch ein Bild mit meinem iPhone aufgenommen, damit ihr seht, wie das Ganze auf der Cam selber ausschaut. Ja, ein schönes Ding, ist nicht zu groß, nicht zu klein, schwer, ja, ein bisschen. Und dann habe ich noch Schach gespielt und beim Aufbauen habe ich noch ein paar Fotos geschossen für euch. Ja, sagt selbst, gefällt es euch oder auch nicht. Und wenn ja, lasst mir ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.